Ja, ich sehe, es kommen laufend Leute dazu und wir sind derzeit bei knapp 40 von den über 50 Angemeldeten. Also wir werden auch in den nächsten Minuten noch Leute dazu bekommen. Aber wir wollen natürlich pünktlich beginnen an diesem Abend, wie gewohnt. Als Direktor des Bildungshauses Schloss Großsulzbach darf ich Bildungshaus, so ungewohnt und so eigentlich der neuen Bildungsakademie Weinviertel. An das muss ich mich erst gewöhnen. Darf ich Sie herzlich willkommen heißen zu diesem etwas anderen Abend. Wir haben die Weinviertelakademie als Hybridveranstaltung veranstaltet, gemacht, wo man im Internet dabei sein konnte. Das ist diesmal aufgrund der Bestimmungen auch nicht möglich. So haben wir die komplette Weinviertelakademie in den virtuellen Raum verlegt, in diesen Zoom-Raum. Und ich freue mich, dass so viele auch das inzwischen nutzen und diese modernen Kommunikationsmittel auch uns helfen, trotzdem, trotz aller Vorschriften und Bedingungen auch in Kontakt zu bleiben, uns zu sehen, miteinander das eine oder andere Thema auch zu besprechen. Und so freut es mich, dass es gelungen ist, diesen Abend so als Einstiegsabend zur Weinviertelakademie, zum Thema Demokratie, das, was ich will, ist es das, was ich will, auch heute zu gestalten. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich über viele Rückmeldungen, die wir in den letzten Tagen auch bekommen haben. Speziell auch, dass viele gesagt haben, natürlich würde ich gerne dabei sein. Und ich freue mich, wenn ich wieder dann nach Großrußbach kommen kann. Geplant für den 6. Mai ist dieser Abend dann wieder in Präsenz. Wir werden sehen, wie es dann möglich ist, was uns die Regierung oder die Rahmenbedingungen dann auch ermöglichen. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist und heiße Ihnen an dieser Stelle herzlich willkommen, Dr. Adamowitsch, dass Sie da sind, dass Sie den Stephansplatz gekommen sind und dort auch hier teilnehmen können. Ich freue mich, dass unser Weihbischof Stefan Donofsky heute Abend auch im Zoom-Raum dabei ist. Herzlich willkommen, grüß Gott. Es ist schön, dass es gelungen ist. Er als Bischofsvikar ist ja einer der Träger der Weinviertelakademie. Seit Jahren ist es eine Veranstaltung des katholischen Bildungswerkes gemeinsam mit dem Vikariat Nord und den Bildungseinrichtungen und natürlich der katholischen Aktion und ihrer Gliederungen. Die katholische Aktion ist sehr prominent vertreten. Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren bei den vielen Bildern, die ich auf meinem Computer sehe, wer aller wirklich da ist. Angemeldet ist auf jeden Fall und wir heißen ihn herzlich willkommen, Walter Ries. Ich glaube, ich habe schon irgendwo gesehen unter den vielen Bildern, Präsident der katholischen Aktion, der Erzdiözese Wien. Grüß Gott. Freue mich, dass, ah, ja, genau. Freue mich, dass der Christoph Watz auf meiner Liste steht, dass er dabei ist, vom Generalsekretariat, der Franz Vogt da ist. Natürlich, dass unser Vorsitzender aus dem Vikariat Nord dabei ist, Johann Schachenhuber, habe ich schon gesehen, katholische Männerbewegung und Vorsitzender der KA im Nordvikariat. Grüß Gott, alle miteinander. Heißt Sie alle, euch alle herzlich willkommen. Ich möchte einen besonders begrüßen heute auch, der in den letzten, wir waren miteinander in den letzten Wochen auch in den Medien, weil es ein bisschen Verwirrung gegeben hat. Inzwischen gibt es eine gute Gesprächsbasis und ein gutes Einvernehmen mit dem Verein Weinviertel Akademie. Dr. Martin Stifter ist heute Abend auch dabei, irgendwo auf den vielen kleinen Kärtchen. Ich habe ihn schon irgendwo gesehen. Er winkt uns herzlich willkommen. Martin Stifter ist Obmann des Vereins Weinviertel Akademie Schleinbach und wir werden jetzt auch mit ihm eine Kooperation beginnen und haben schon ein paar Mal zusammengesetzt, um die Weinviertel Akademie oder die Bildungsakademie Weinviertel auch weiterzuentwickeln und gemeinsam weiterzuentwickeln. Wir uns aus den Medien großes Interesse haben. Ich habe den Stefan Krondahl vom Sonntag schon gesehen und freuen uns natürlich über alle Berichte über diesen Abend und speziell auch dann über den 6. Mai in Großrußbach. Im Nordvikariat tut sich viel. Ich freue mich, dass die Marion Wiesinger Zeit hat, heute Abend leiten, zu moderieren, uns durch den Abend zu führen. Und ich darf ihr jetzt gleich das Wort übergeben, sodass sie uns ins Thema einführt und den Referenten auch vorstellt. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend in diesem virtuellen Raum bei der Weinviertelakademie Online 2021 an diesem besonderen Datum 4321 haben wir heute in den Medien gehört. Es wird ein spannender Abend. Bitte, Marion Wiesinger. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Was für eine schöne Gelegenheit, in diesen turbulenten Zeiten, in diesen Zeiten, wo wir nicht wissen, was die Nachrichten der nächsten Tage bringen, in welche Richtung sich auch unser Land verwandeln wird. Denken wir an die ganzen
Nachrichten der letzten Tage, die uns alle, ich würde mal sagen, doch in gewisser Weise aufgebracht haben, verunsichert haben. Also alles in allem eine Gelegenheit, uns darüber zu unterhalten, wo wir stehen. Da bin ich auch schon gleich beim Thema. Da Herr Dr. Adamowitsch hat ein tolles Buch geschrieben, in das man in Zeiten wie diesen wirklich versinken kann. Er bezieht darin nämlich einen sehr klaren Standpunkt und spricht sich dafür aus, den demokratischen Instanzen dieses Landes, aber auch den Politikern, den Politikerinnen Vertrauen zu schenken. Das ist eine Qualität, das ist eine Einstellung, die, ich möchte schon fast sagen, auch eine gewisse Rarität geworden ist, denn jeder schimpft in gewisser Weise über das, was politisch gearbeitet wird in diesem Land. Es geht so locker von der Zunge über die da oben, sich da auszulassen, Kritik zu üben. Und dennoch haben wir es, und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung hier in diesem Land, mit einem sehr wertvollen Gut zu tun, mit einem Gut der Demokratie. Und Herr Dr. Adamowitsch, Sie stellen ja auch unserer Demokratie, unserer österreichischen Demokratie in Ihrem Buch ein sehr gutes Zeugnis aus. Und Sie schreiben, ohne das Vertrauen kann eine Demokratie nicht gelingen. Wenn ich Sie fragen darf, was würden Sie denn den Menschen, die in gewisser Weise auch Vertrauen in die Politik teilweise verloren haben, sagen können? Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde ich das gerne tun. Aber es ist nicht einfach. Und man muss schon zugeben, dass das Problem nicht auf einer Seite liegt, sondern auf zwei Seiten. Nämlich, das sind die oben, die Regierenden, und das sind die unten, die, wenn man das Wort Demokratie ernst nimmt, auch regieren. Das ist natürlich eine Fiktion, also eine nicht den Tatsachen entsprechende Annahme. Aber es ist notwendig, denn es wäre ausgeschlossen, jede einzelne Sache, die im Staatswesen sich tut, durch eine Entscheidung des Volkes direkt zu klären. Dazu kommt, dass der Gedanke der Demokratie weit, weit zurück aus einer Kultur stammt, aus einem Stadtstaat, einem griechischen, wo es erstens nicht allzu viele Teilnehmer gegeben hat und das Ganze zweitens überschaubar war, während das heute nicht der Fall ist. Es muss eine Arbeitsteilung geben, es muss eine Kompetenzverteilung geben, und damit entfernt sich das Ganze natürlich von den Realitäten. Das, was, wenn ich mich so frage, was würde ich den Menschen raten? Ich glaube, es ist notwendig, ein bisschen das Verantwortungsbewusstsein zu kultivieren. Und das gilt für alle. Das gilt für die, unter Anführungszeichen, Regierenden. Und das gilt auch für die Menschen, die sich als Gegenüber der Regierenden sehen. Es gibt da viele Punkte, die anzusprechen wären. Aber was besonders auffällt, ist die Tatsache, dass die Regierenden, die ja in politischen Parteien zusammengefasst sind, es nicht lassen können, bei jedem Konflikt nicht nur auf die Sache zu schauen, sondern auch darauf zu schauen, was bringt mir das möglicherweise an Stimmen und was schadet es den anderen dieser und jenen Situation.
Natürlich spielt Konkurrenz in einem demokratischen Modell eine Rolle, sonst wäre es keine Demokratie, aber man tut hier ohne Zweifel zu viel und kann sich nicht einbremsen. Auf der anderen Seite müssten die Menschen, die sich da einem ziemlich undurchsichtigen Gestrüpp von Rechtsvorschriften gegenüber sehen, mal drüber nachdenken, wozu das Ganze. Manche betrachten das als Schikane, andere wieder sagen, die große Gefahr, von der da gesprochen wird derzeit, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Beides ist nicht richtig. Und man müsste doch sehr darauf zielen, dass eine Bewusstseinsbildung stattfindet, dahingehend, dass es hier nicht um Paragraphenreiterei geht, sondern dass es um ein Prinzip geht, nämlich um das Prinzip Gesundheit. Damit möchte ich es vorläufig einmal bewenden lassen. Es ist natürlich noch vieles dazu zu sagen. Sie haben ein Stichwort gebracht, Bewusstseinsbildung. Das ist natürlich ein ganz eminent wichtiges Wort in einer Demokratie. Es ist nun so, dass in letzter Zeit ja, ob das nun Querdenker sind, ob das andere Partizipanten sind von Demonstrationen, die führen ja ganz große Begriffe ein in eine politische Debatte. Sie rufen nach den Grundrechten, sie rufen nach dem Wort Freiheit, sie sehen die Demokratie in Gefahr. Sie sprechen von Menschenrechten, die auch in Gefahr sind, nämlich Versammlungsfreiheit, aber auch Meinungsfreiheit. All diese Kriterien werden ja jetzt in Trenner geworfen, um eigentlich auch Politik zu desavouieren, um zu sagen, ihr nehmt uns die Freiheit weg. Wie würden Sie denn das sehen aus einer juristischen Sicht auch? Sind das tatsächlich Eingriffe in ein Grundrecht, die eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen? Ja, also es ist jedenfalls eine mögliche Gefahr. Aber um über das Ganze seriös reden zu können, muss man überhaupt einmal wissen, um was geht's, was sind Menschenrechte und was sind Grundrechte. Das wird alles heillos durcheinander gebracht. Und daraus erklärt sich vieles. Und natürlich sind das Eingriffe in Grundrechte, was in diesen vielen Rechtsvorschriften festgelegt ist, mit denen wir da jetzt zu tun haben. Die Frage, die sich stellt, ist, sind das legitime Eingriffe? Nun gibt es die Auffassung, dass ein Eingriff in ein Grundrecht überhaupt nicht legitim sein kann, weil das dem Wesen des Grundrechts widerspricht. Die meisten verfassungsrechtlich festgelegten Grundrechte haben aber einen sogenannten Gesetzesvorbehalt. Das heißt, der Gesetzgeber ist ermächtigt, im Interesse bestimmter Wertungen oder Ziele auch in Grundrechte einzugreifen, vorausgesetzt, dass sie dem europäischen Standard entsprechen und dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Und natürlich gibt es da jede Menge von Abwägungsproblemen, denn es ist nicht so einfach zu sagen, na bitte, dieser eine Eingriff, der ist in Ordnung, der andere aber nicht. Das muss man begründen können. Also die Klarheit der Begriffe ist etwas sehr Wesentliches. Und wie verhalten sich nun Grundrechte und Menschenrechte?
ist das das Gleiche? Ja, also es ist wohl das Gleiche. Nur nach unserem Verfassungsverständnis versteht man unter Grundrechten nur solche Rechte, die mit einer erhöhten Bestandsgarantie ausgestattet sind, wie die Verfassung sonst auch, und die auch Menschen, also die auch international verankert sind. Die wichtigste Rechtsquelle ist die Europäische Menschenrechtskonvention, die gewissermaßen einen Ersatz dafür bietet, dass Österreich trotz allem Bemühen bis heute keinen eigenen innerstaatlichen Grundrechtskatalog hat. Die Gründe dafür, vielleicht kommen wir auf das auch zu sprechen, sind natürlich interessant. Ich würde auch jetzt hier wieder abbrechen. Es kommt bestimmt noch etwas, wozu was zu sagen ist. Ja, und ich glaube, das sind auch ganz wesentliche Themen dann für den 6. Mai, wo wir das wirklich gut vertiefen können. Ich glaube, allen Zuhörern und Zuhörerinnen hier geht es natürlich so, dass wir sehr oft in einer Art von Argumentationsnotstand sind. Wir werden mit bestimmten Parolen konfrontiert, mit bestimmten Aussprüchen, die natürlich, so wie Sie das wunderbar juristisch erklären können, zu widerlegen sind. Es ist aber oft sehr schwierig, es auf eine Art und Weise zu tun, dass es auch gut verständlich ist. Also zum Beispiel gibt es ja Leute, die momentan sagen, ja, Österreich driftet in Richtung einer Diktatur ab. Was würden Sie denn sagen, Herr Dr. Adamowitsch, was kann man denn kurz und bündig hier antworten? Weil es ist, glaube ich, was alle interessiert, als Nicht-Juristinnen, wie kann man denn hier mit einigen wenigen Sätzen dem begegnen? Es ist klar, dass dann, wenn Vorschriften im Zusammenhang mit der Pandemie erlassen werden, durch Verordnung, also durch Akte eines Ministers oder der Bundesregierung, dass das autoritär ausschaut. Das ist nicht der parlamentarische Prozess, so wie er für die Demokratie lebenswichtig ist. Aber es müssen diese Verordnungen eine gesetzliche Grundlage haben. Und ob sie die haben oder nicht, ist natürlich eine Frage, die vor dem Verfassungsgerichtshof ausgefochten werden kann und auch schon ausgefochten worden ist und mit Sicherheit weiterhin ausgefochten werden wird. Das ist nicht immer leicht zu beantworten. Also dass hier der Eindruck eines autoritären Regierens besteht, das ist verständlich. Nur darf man nicht den Schluss ziehen in der Weise, da wird jetzt also mit Verordnungen um sich geschmissen, so wie in den Jahren 1933 und 1934. Das ist also der erste Schritt zum autoritären System. Das ist nicht richtig, denn das Parlament hat seine Kompetenzen und vor allem gibt es den unabhängigen Verfassungsgerichtshof, der solche Fragen entscheidet, der sagt, ist da zu weit gegangen worden oder ist das in Ordnung oder ist das gerade noch in Ordnung? Ja, das muss man immer mit im Auge behalten und das geschieht halt nicht immer. Sie haben ganz zu Beginn schon Fragen der direkten Demokratie aufgeworfen. Ich möchte hier noch einmal nachhaken. Was man natürlich auch sehr oft hört, ist dieser Spruch, wir sind das Volk. Hier wird sinuiert eine momentan präsente Mehrheit, zumindest eine momentan so empfundene Mehrheit, die gegen die Politik auftritt. Also wir bestimmen, was in diesem Staat geschieht. Und dieser Spruch, wir sind das Volk, geht natürlich auch von einer verfassungsrechtlichen Passage aus.
Wie würden Sie denn das erklären wollen? Welche Bedeutung hat denn das Recht geht vom Volk aus? Und wie kann denn das dann zu diesem Kampfspruch, wir sind das Volk, verkommen? Wie würden Sie denn das kommentieren? Ja, also dieser Spruch ist brandgefährlich. Denn wenn man das wirklich ernst nimmt, dann müssen sich nur ein paar Leute zusammenrotten, viel Lärm machen und sagen, wir sind das Volk und daher ist das und das und das der Fall. Das ist allerdings, es ist in dieser Form, nämlich in Form der Demonstrationen, bei denen das gesagt wird, ist es etwas Neues. Ich habe das, ehrlich gestanden, ich habe sowas noch nicht gesehen in anderer Form. Zum Beispiel in Leserbriefe an Medien ist das schon lange, wird das schon lange praktiziert. Da wird gesagt, im Artikel 1 der Bundesverfassung steht, Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Ja, und wo ist also das Volk? Ich sehe mich als Teil des Volkes und bin daher der Meinung, dass das und das geschehen oder nicht geschehen soll. Und was die Menschen da im Parlament beschließen, das hat mit dem Volk nichts zu tun. Die sind viel zu weit weg vom Volk. Die sind einmal gewählt worden, aber das war's. Und daher nehme ich für mich in Anspruch, dass ich das Volk mit meiner Meinung repräsentiere. Das ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, brandgefährlich, denn wenn das Schule macht, ist das auf dem besten Weg zur Anarchie. Man kann es nicht anders nennen. Ihr Buch hat den schönen Titel Wo wir stehen. Es ist im wahrsten Sinne eine Bestandsaufnahme. Darf ich Sie abschließend noch fragen, wohin sollten wir gehen? Was haben Sie für Perspektiven? Was sind denn die sogenannten Baustellen der Demokratie, die Sie auch in den späteren Kapiteln in dem Buch skizzieren, aber vielleicht heute Abend hier umreißen können? Was wäre denn dringend notwendig? Naja, was auf jeden Fall notwendig ist, ist ein höheres Bildungsniveau. Denn es stellt sich immer wieder heraus, dass Menschen, die sonst im Allgemeinen durchaus gebildet und informiert sind von grundlegenden Fragen, wie sie in der Verfassung geregelt sind, keine Ahnung haben. Das ist einmal das eine. Ein bisschen Geschichte, Zeitgeschichte ist auch sehr, sehr wichtig. Das wird praktiziert, aber da sieht man immer wieder gewisse Einseitigkeiten. Und schließlich muss man ein bisschen nachdenken über das Verhältnis zwischen dem Recht und der Rechtsordnung und dem persönlichen Gewissen. Denn wo kommt eigentlich diese Rechtsordnung her? Weil man irgendwann eine Verfassung beschlossen hat und gesagt hat, also das ist jetzt die Verfassung und alles, was künftig hin geschieht, hat sich danach zu richten. Wenn man ein bisschen kratzt und ein bisschen ins Philosophische geht, dann sieht man, dass die Frage, woher die Rechtsordnung ihre Geltung bezieht, das heißt ihre Verbindlichkeit bezieht, dass die nicht so von vornherein klar zu beantworten ist. Jemand, der einem christlichen Glauben anhängt, wird sagen, damit das ganz einfach, das ist die Umsetzung der 10 Gebote. Aber jene, die von den 10 Geboten nichts wissen wollen, weil sie ganz einfach diese Religion ablehnen,
der muss einen anderen Weg finden. Und es gibt natürlich andere Wege. Das würde jetzt hier zu weit führen, das alles darzustellen. Ich sage nur noch einmal zusammenfassend, man, und das heißt also jeder, der mit diesem Staat etwas zu tun hat, sollte über die Relation zwischen Recht, Verantwortungsbewusstsein, Gewissen sich Gedanken machen. Ja, danke vielmals. Ich glaube, das wäre jetzt eine wunderbare Überleitung zu Weihbischof Tonowski. Von meiner Seite auch schönen und guten Abend. Hier geht es um Recht, hier geht es um Gewissen. Hier wurden auch die 10 Gebote angesprochen. Wie würden Sie denn das, was Herr Dr. Adamowitsch hier ausgeführt hat, kommentieren wollen von Ihrer Seite aus? Ja, vielen Dank. Im Namen des Vikariates, dem ich als Bischofsvikar vorstehen darf, grüße ich auch alle sehr herzlich und danke Ihnen, Herr Doktor, für die Bereitschaft, heute uns so online zur Verfügung stehen, und Ihnen, Frau Magister Wiesinger, danke auch für die Moderation. Frau Doktor, Doktorin Wiesinger, ja. Ja, danke für dieses Stichwort auch jetzt vom Gewissen. Für mich als überzeugten Christen ist es überhaupt gar kein Problem, in einer Demokratie zu leben. Im Gegenteil, ich bin dankbar dafür und ich wüsste keine bessere Regierungsform für unser Land und für unser Volk. Trotzdem stellen sich immer wieder im Blick auf eine gut funktionierende Demokratie, also die nicht korrumpiert ist, so wie das jetzt vorher angeklungen ist, durch eben Parolengeschrei und durch Aushebelung der korrekten demokratischen Instanzen, Fragen. Für mich sind es insbesondere zwei Fragen, die sich in Bezug auf die Demokratie stellen. Die eine Frage ist, wer schützt Minderheiten vor der Willkür der Mehrheit? Es gibt Beispiele für Demokratien, wo genau das entgleist ist. Und natürlich könnte man auch im aktuellen Österreich die eine oder andere Frage stellen, wo Minderheiten geschützt oder womöglich nicht ausreichend geschützt werden. Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist die nach dem Orientierungsmaßstab für demokratisch gewählte Politiker. Sie orientieren sich, das kann man Ihnen gar nicht vorwerfen, an der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit, das nächste Mal wieder gewählt zu werden, so Sie das wollen. Und das ist meistens der Fall. Das heißt, es führt dazu, dass sich politisch Verantwortliche sehr oft an der öffentlichen Meinung oder an der Mehrheitsmeinung, sagen wir so, an der Mehrheitsmeinung orientieren, mehr als möglicherweise an ihrem Gewissen oder an der persönlichen Überzeugung. Das stellt dann wieder das wählende Volk vor ein Dilemma, vor die Frage, wen sollen wir denn wählen? Da kommt es dann womöglich zu einem tautologischen Zirkelschluss, denn man wählt die, die das wollen, was die Wähler wollen. Ja, und führt dann zu einem weiteren Dilemma, nämlich der Frage der Macht in der Demokratie, dass womöglich dann die eigentlich Mächtigen weder das Volk noch die gewählten Vertreter sind, sondern die, die am meisten Einfluss auf die Meinungsbildung im Volk haben. Ja, das sind so zwei Fragen, die ich immer wieder im Herzen bewege. Und ich schließe noch einmal mit Dank an das, was Sie zuletzt gesagt haben, Herr Dr. Adamowitsch. Ich wünschte, ich hätte in der Schule mehr von politischer Bildung, mehr von dem Funktionieren unserer Demokratie gelernt. Ich bin in der ersten Ausbildung Naturwissenschaftler, bin dankbar für alles, was ich dort gelernt habe. Aber ich habe in der Naturwissenschaft ungleich mehr gelernt in der Mittelschule, im Gymnasium, als in Sachen der politischen Bildung, obwohl ich in einem humanistischen Gymnasium gewesen bin. Herr Weihbischof, ich muss jetzt noch mal nachfragen und Sie vielleicht auch jetzt ins Gespräch mit dem Herrn Dr. Adamowitsch bringen. Würden Sie sagen, dass die Kirche in den beiden wichtigen Fragen, wer schützt die Minderheiten, aber auch Orientierung geben, hier der Politik einiges zu sagen hat? Würden Sie das so sehen? Oder gibt es hier Antworten von der Kirche auf diese beiden Fragen? Was ist Orientierung und wer schützt die Minderheiten?
Bei den Minderheiten ist es relativ einfach. Ich glaube, da ist die Aufgabe der Kirche, und die erfüllt sie doch auch, immer wieder die Stimme zu erheben für Minderheiten und zu warnen. Auch für Menschen, die womöglich gar kein Stimmrecht haben, wie Menschen unterm Wahlalter in unserem Land. Ja. Ich glaube, das tut die Kirche auch gut, auch wenn sie die Stimme erhebt für Menschen, auf die Österreich zu schauen hat, obwohl sie nicht das Wahlrecht haben, weil sie zum Beispiel außerhalb wohnen. Und doch mit unserem Land in Verbindung stehen und wir in gewisser Weise nicht einfach sagen können, sie gehen uns nichts an. Da würde ich sehen, meinen, dass die Kirche eine deutliche Stimme erhebt. Schwieriger ist es bei der Berufung auf das Gewissen, bei der Mehrheitsmeinung, weil jeder sehr gerne für sich in Anspruch nimmt, nach seinem Gewissen zu handeln und der Diskurs darüber nicht einfach ist. Aber ich glaube schon, dass die Kirche wahrgenommen wird als eine, die dieses Thema hochhält. Aber die Schwierigkeit entzündet sich zum Beispiel auch schon an der Frage nach Religionsunterricht oder Ethikunterricht. Was ist denn der Maßstab, nach dem wir uns richten sollen? Was ist denn das für ein Maßstab, wenn wir von Gewissen sprechen? Das kann ja sehr unterschiedlich ausfallen, vor allem auch die Frage, was ist denn die oberste Instanz, nach der wir handeln? Und da hat natürlich ein Jurist möglicherweise eine andere Antwort als ein Weihbischof. Herr Dr. Adamowitsch, was würden Sie dazu sagen, zu dem, was der Herr Weihbischof gesagt hat jetzt über das Gewissen und den Schutz der Minderheiten? Ja, also ich würde sagen, die Rechtsordnung hat mit dem Gewissen zunächst einmal gar nichts zu tun. Das ist also ein nüchternes Regelwerk, mehr oder weniger gut gestaltet. Die Gewissensfrage kommt dann hinein, wenn der Einzelne vor der Frage steht, wie verhalte ich mich gegenüber diesen Anordnungen. Also wenn es da eine Vorschrift gibt, die sagt, dass man eine Maske tragen muss und den Umständen, kann einer natürlich kommen und kann sagen, was bitte, geht mich nichts an. Andere sollen das machen, ich tue es nicht. Und erwischt werde ich ohnehin nicht, weil die Exekutive ganz einfach von der Zahl her nicht in der Lage ist, das alles wahr zu nehmen. Aber wenn man das Gewissen ernst nimmt, dann wird man sich fragen müssen, ist das alles nur eine total aufgeblasene Angelegenheit, die da betrieben wird? Gibt es diese diesen Covid-19-Virus überhaupt? Oder manche bestreiten das ja bekanntermaßen. Und da kommt das hinein. Und da ist es jetzt eine gewisse Brücke zur Kirche, der Begriff des Bonum Commune, des Gemeinwohls. Ist natürlich ein bisschen ein schillernder Begriff, weil man unter Gemeinwohl sehr Verschiedenes verstehen kann. Also der Kommunist versteht etwas anderes darunter als, sagen wir, der Vertreter einer Halbdiktatur. Aber der Begriff ist wichtig. Man kommt letzten Endes ohne ihn gar nicht aus, auch wenn man ihn nicht beim Namen nennt. Aber alles das, was da getan wird an Ordnungen und Rechtsvorschriften und so weiter, ist nicht nur für mich da, sondern ich muss immer daran denken, das ist auch für andere da. Und da, der Egoismus, der immer latent vorhanden ist, aber jetzt wird er ganz besonders deutlich. Ich habe mal mir die Formel zurechtgelegt, die ganze Ethik besteht in der Antwort auf die Frage, wie viel Egoismus ist
erlaubt. Ein gewisses Maß von Egoismus braucht man, sonst kann man nicht überleben. Aber wo sind die Grenzen? Und natürlich, also bei dem jetzt aktuellen Thema, da stellt sich die Frage in aller Deutlichkeit. Ja, ich möchte gerne an dieser Stelle auch das Publikum einladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen. Ja, einfach Wortmeldungen könnte die Regie hier sozusagen alles freischalten. Wir könnten wieder auf Galerieansicht gehen oder das irgendwie splitten. Aber Frage, was sagen Sie dazu? Gibt es hier Aspekte, wo Sie etwas kommentieren möchten? Haben Sie Fragen an die beiden Herren? Hat jemand den Überblick über alle 43 Teilnehmer und Teilnehmerinnen eingeschalten? Gibt es hier Fragen, Anmerkungen? Also würde jetzt jemand eine Frage stellen, dann würden wir ihn in die Mitte dazu stellen. Das kann man gut so machen, ja? Ja? Ist hier jemand, der etwas sagen möchte? Sie haben die Möglichkeit, mit den Reaktionen die Hand zu heben. Einmal habe ich kurz eine Hand oben gesehen, aber die ist schon wieder weg. Die ist schon wieder weg, ja. Ein paar Leute sagen Nein in der Teilnehmerliste, sie würden keine Frage stellen. Okay. Ja, dann würde ich vielleicht noch einmal zurückkehren in dieses Zweiergespräch, das hier läuft, und einfach alle ersuchen, sich einfach einzuschalten, Hand zu heben, und die Regie wird mir dann sagen, wenn es eine Frage gibt oder noch eine Anmerkung. Ich möchte noch einmal zurückkehren auf dieses Vertrauen in die Politik und noch einmal zu dieser Frage, was sind denn so die Baustellen in der Zukunft? Wir haben jetzt zu rechnen mit einer verschärften Wirtschaftskrise. Es wird sehr viel Unsicherheit geben. Es bedarf da natürlich starker demokratischer Instanzen, auch starker Medien, aber auch einer starken Justiz. In welche Richtung kann denn auch dieses, wo wir stehen, wo gehen wir hin, gedacht werden? Denken wir vor allen Dingen auch an diesen Prozess, der jetzt stattfindet, auch politische Instanzen zu hinterfragen, aber auch in die Richtung, dass einfach Politiker, Politikerinnen auch ungestraft Dinge sagen dürfen, behaupten dürfen, die offensichtlich nicht der Wahrheit entsprechen, wo man sich dann auch fragt, welche Mittel hat denn die Justiz, dem Herr zu werden? Wie sieht denn das aus, um auch hier wieder Fuß zu fassen und zu sagen, es muss doch möglich sein, zu einer gewissen Objektivierbarkeit vom politischen Denken wieder zurückzukehren. Welche Rolle können denn da die demokratischen Instanzen spielen, Herr Dr. Adamowitsch? Ja, sofort. Ich möchte nur noch kurz zu sprechen kommen auf die Frage, die der Herr Bischof aufgeworfen hat, betreffend den Schutz der Minderheiten. Das wesentliche Element jetzt vom rechtlichen Standpunkt her gesehen zum Schutz der Minderheiten ist die Unterscheidung zwischen Verfassungsrecht und einfachem Gesetz. Dass es verfassungswidriges Gesetz geben kann, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also in manchen Ländern, wie vor allem in Frankreich, hat man überhaupt kein Verständnis dafür gehabt. Und deswegen gibt es den Verfassungsgerichtshof unter anderem, dass er die Minderheiten in Schutz nimmt vor willkürlichen Beschlüssen der Mehrheit. Und die Baustellen, es gibt deren sehr, sehr viele. Es ist jetzt gerade aus bestimmten Gründen die Justiz in den Mittelpunkt geraten oder Diskussionen und des Interesses. Und das sind ganz konkrete Vorschläge gemacht worden. Den berühmten Generalstaatsanwalt oder die abweichende Meinung beim Verfassungsgerichtshof. In beiden Fällen hat die stärkste Regierungspartei das bis vor wenigen Tagen
entschieden abgelehnt durch Jahrzehnte. Und jetzt ist auf einmal alles anders. Ich möchte da nicht auf Einzelheiten eingehen, aber ich möchte sagen, es hat schon seinen Grund gehabt, warum vor allem der Verfassungsgerichtshof selbst diese abweichende Meinung abgelehnt hat. Und mit dem Generalstaatsanwalt ist die Sache auch nicht so ganz einfach, wie es scheint. Natürlich etwas, was immer wieder ins Gespräch kommt, sind Fragen der direkten Demokratie. Denn die parlamentarische Demokratie, wie sie bei uns Grundprinzip ist, die hat den Nachteil, dass die Glaubwürdigkeit sehr wackelig ist. Es ist nicht schwer zu zeigen, dass das, was die Herrschaften im Parlament beschließen, durchaus nicht immer die Meinung der auch nur der Mehrheit der Bevölkerung wiedergibt. Nur, was ist ein Rezept dagegen? Na, lass mal über jedes Gesetz abstimmen durch das ganze Volk. Und da bitte, das wird einige praktische Schwierigkeiten aufwerfen. Die Schweizer kommen damit zurecht, aber auf Kosten einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung. Also da sieht man das die andere Seite. Aber ein vernünftiger Ausbau der direkten Demokratie hätte schon was für sich. Nur muss man darauf aufpassen, dass man nicht örtliche Gegebenheiten als selbstverständlich überträgt auf den ganzen Staat. Das ist ein grundsätzliches Problem. Schauen Sie, gerade jetzt, Pandemie, die Sonderstellung von Vorarlberg, die angedacht ist, das, was sich im politischen Bezirk Schwarz tut, das sind alles Dinge, die mit räumlichen Gegebenheiten zu tun haben, aber die nicht eben auf das Ganze übertragen werden können. Und das Gleiche muss man sich, wenn man die direkte Demokratie ausbaut, natürlich auch vor Augen halten. Und wenn man da zu weit geht, dann besteht natürlich die Gefahr des Zerfalles. Wie Sie das auch in Ihrem Buch beschreiben, das sind natürlich auch dann Demagogen am Werk, wo vernünftige Argumente nichts mehr zählen. Denken wir an die ganze Entwicklung mit Fake News, mit dem, was sich auch in den Wahlkämpfen abgespielt hat, wo Menschen auch die Meinungen auch sehr manipuliert werden und wo eine politische Diskussion unmöglich ist. Wenn wir schon beim Thema direkte Demokratie sind, beim Thema Mitbestimmung, auch beim Thema vielleicht auch Transparenz oder Instanzen, Herr Weihbischof, wie sehen Sie denn das im Gefüge der Kirche? Ist hier ein Fortschritt zu beobachten an Demokratieentwicklung? Denn Demokratie ist ja nicht etwas, was sich jetzt auf politische Instanzen, sondern auch in Institutionen, in Einrichtungen. Wie würden Sie denn das bewerten aus heutiger Sicht? Also mit Demokratie assoziiert man ja nicht in erster Linie mal gleich die katholische Kirche. Trotzdem gibt es in der Kirche uralte demokratische Elemente. Die finden sich ganz stark in den Ordensgemeinschaften. Ordensobere werden üblicherweise gewählt. Findet sich sogar bei der Papstwahl, man kann sagen durch Wahlmänner, gut, aber das stimmt, aber ein Papst wird immer gewählt. Finden sich in der jüngeren Geschichte ganz an der Basis, in den Pfarrgemeinderatswahlen. Und da würde ich sagen, das ist eine Entwicklung, ja, das ist etwas, das hat es früher so noch nicht gegeben. Also Sie würden hier einen positiven Ausblick geben wollen und eine Weiterentwicklung von demokratischen Gepflogenheiten auch innerhalb der Kirche? Also ich stelle fest, das Element Pfarrgemeinderatswahl ist etwas, das uns im 20. Jahrhundert dazugekommen ist. Mhm.
Herr Dr. Adamitsch, wollen Sie was dazu sagen? Es sind nämlich jetzt Fragen aufgetaucht im Chat. Wenn Sie möchten, können wir darauf Bezug nehmen. Oder wollen Sie noch antworten auf das, was der Herr Weihbischof gesagt hat? In Bezug auf das betrifft den Bereich der Kirche dazu. Möchte ich nichts sagen. Sehr weit wird man damit Demokratisierung, fürchte ich, nicht kommen, weil immer wieder das Dogma als Grenze aufscheint. Mhm. Ja, es ist eine Frage von Franz Rieger. Ich lese es einfach vor. Die Justiz ist Kontrollmacht im Staat, überwacht, dass die beschlossenen Gesetze eingehalten werden. Wie sinnvoll ist in diesem Sinn ein Weisungsrecht des Justizministers oder eines künftigen Oberstaatsanwaltes? Das würde ich jetzt eine sehr spezifische Frage. Herr Dr. Adamowitsch, möchten Sie darauf kurz antworten? Ja, da wird übersehen, wird durcheinander gebracht, die Justiz im eigentlichen Sinn und das, was dran hängt, nämlich die Staatsanwaltschaften. Die Staatsanwaltschaften sind nicht weisungsfrei und sie sollen es auch nicht sein. Das Gericht hingegen muss weisungsfrei sein, sonst braucht man es nicht. Und das Zusammenspiel zwischen dem einen und dem anderen Bereich ist natürlich eine sehr interessante Sache und nicht frei von gewissen Konflikten. Eine andere Frage von Michael Wagner. Mich würde interessieren, inwieweit die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes politische Entscheidungen sind. Also quasi, dass Politik dorthin ausgelagert wird. Ja, also, so, darf ich? Bitte. Politisch ist bald was. Also das, damit fängt es einmal an. Wenn man ein Gericht, ein Verfassungsgerichtshof mit bestimmten Kompetenzen ausstattet, dann ist es nahezu unvermeidlich, dass er in das politische Fahrwasser hineingerät. Ein Gerichtshof, der Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen kann, der die Rechtmäßigkeit von Wahlen kontrolliert. Bitte, die Aufhebung der Bundespräsidentenwahl. Ja, wenn das nicht politisch ist, dann weiß ich nicht, was politisch ist. Der Unterschied ist der, der landläufige Politikbegriff, der schließt ein Planen, ein Verfolgen bestimmter Zwecke. Der Verfassungsgerichtshof und überhaupt die Gerichte haben nicht zu planen, sondern die haben Fälle zu entscheiden, aufgrund natürlich auch von Vorjudikatur. Und insofern sind sie natürlich nicht politisch. Das heißt, die Frage kann man nicht mit einem Ja oder Nein beantworten. Sie sind, also das Politische ist zum Teil notwendig, zum Teil wieder hat es dort nichts verloren. Also ich kann natürlich als Mitglied des Verfassungsgerichtshofes, wenn ich also an der Diskussion teilnehme, kann ich natürlich einen Standpunkt vertreten, der sich deckt mit meiner politischen Überzeugung. Aber das ist eine Frage der persönlichen Verantwortung und ist nicht Politik im weiteren Sinn. Da ist natürlich auch sehr kontraproduktiv in den Vereinigten Staaten, dass Höchstgerichte auch politisch besetzt werden, weil es natürlich auch Vertrauen in die Justiz unterminiert, wenn der Verdacht ist, dass das politische Besetzungen sind. Es ist jetzt noch eine andere Frage von Walter Ries aufgetaucht, die eher in die Richtung von Weihbischof geht, Ethikunterricht oder Religionsunterricht. Hier geht es natürlich auch um eine
möglicherweise freie Wahl. Und er sagt, Walter Ries sagt, ich denke, das ist kein Entweder-Oder. Er fände beides wichtig. Wir haben vorher das Bildungsthema angesprochen. Im Ethikunterricht ist natürlich auch eine Form der politischen Bildung. Wie sehen denn Sie das? Ist das beides parallel zu führen? Ich möchte das auch noch ergänzen. Wie ist denn das mit anderen Religionen? Wie werden denn die unterrichtet? Kann man das zusammenbringen, dass sozusagen Religionsunterricht auch etwas ist, wo man die ganze Palette sieht? Was gibt es denn? Oder würden Sie meinen, dass der Religionsunterricht the one and only und das Wichtigste jetzt wäre? Meine Meinung dazu ist, dass wir beides brauchen, aber nicht getrennt, sondern in einem. Ich bin für einen Religionsunterricht, in dem auch ethische Elemente und ethische Inhalte unterrichtet werden, und zwar deklariert. Das Gefährliche an einer sogenannten Ethik erscheint mir, dass hier so getan wird, als gäbe es eine Ethik, die ohne Vorverständnisse auskäme. Die gibt es nicht. Ethik fußt immer auf Überzeugungen und wohl dem, der seine Überzeugungen offenlegt. Wehe dem, der so tut, als gäbe es keine Vorüberzeugungen und seine Ethik als etwas Universelles präsentiert. Deshalb glaube ich, dass ein Religionsunterricht etwas Rechtschaffenes an sich hat. Er deklariert in einer Demokratie die eigenen Vorverständnisse und legt diese offen. Darüber hinaus muss ein Religionsunterricht auch noch andere Vorverständnisse thematisieren und vermitteln. Aber er wird das immer nur aus der eigenen Perspektive tun können, nun auch. Und das ist auch natürlich zu deklarieren. Herr Dr. Adamowitsch, was sagen Sie dazu? Ja, also ich stimme dem absolut zu. Eine rationale Ethik ohne irgendwelche zugrunde gelegten Axiome, die sich nicht beweisen lassen, das gibt es nicht. Ich muss bestimmte Voraussetzungen machen und da muss ich auch erklären, woher ich die habe. Das Verbinden von Religionsunterricht und Ethikunterricht scheint mir allerdings eine eher schwierige Sache zu sein. Aber im Prinzip glaube ich, dass der Gedanke schon richtig ist. Natürlich eine Religion, die mit Dogmen operiert, ist da in einer ganz bestimmten Situation, weil sie gewisse Auffassungen nicht zulassen kann und gegebenenfalls sagen muss, ja, das verstößt gegen das Dogma. Das kann die rationale Ethik nicht. Die kann also die wildesten Ideen entwickeln. Nur irgendwann kommt also der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und sich die Frage stellt, woher kommt das alles? Also für mich ist das Gewissen per se ein Gottesbeweis. Weil ich sehe keinen anderen Weg, das Normative, das Sollen schlechthin, zu legitimieren. Aber das ist halt meine persönliche Überzeugung. Herr Weihbischof, was sagen Sie dazu? Das Gewissen als Gottesbeweis, das ist eigentlich eine sehr schöne Formulierung. Wie würden Sie das sehen? Und auch in Bezug auf unser Generalthema heute natürlich, über Demokratie, über Menschenrechte. Wie sehen Sie das? Ja, ich würde sagen, das Gewissen ist ein Gotteshinweis. Aber jeder Mensch steht vor der Frage, was führt mich dazu, manches als gut zu beurteilen und anderes nicht.
das sind ja nicht nur äußere Einflüsse, das, was wir gelernt haben, was soziale Konvention ist. Gibt es ja mehr dahinter, beziehungsweise auch das, was soziale Konventionen dann gebaut hat. Und ja, das zu begründen, das führt letztlich immer zur großen philosophischen Frage nach dem Woher und Wozu. Und für uns ist die Antwort darauf eben in Gott begründet. Ich denke, das ist auch eine schöne Überleitung zu der nächsten Diskussion, zu dem vertiefenden Gespräch, das wir führen können. Wo kommt etwas her? Wo führt etwas hin? Wozu ist etwas da? Und das ist gerade speziell auf die Demokratie natürlich, sind das ganz wesentliche Fragen. Wir haben das schon ausgeführt, da wenn Geschichte nicht im Bewusstsein ist, wie ist das entstanden? Welchen Weg sind wir zurückgegangen? Welchen Weg? Und das beschreiben Sie, Herr Dr. Adamowitsch, auch sehr gut in dem Buch, sind wir nach 1945 zurückgegangen. Aus der Katastrophe, aus diesen Lehren, die wir aus der Geschichte gezogen haben. Und es scheint nun, dass das in manchen Orten auch vergessen wird. Ja, was bedeutet, eine Demokratie zu haben, mit all den Benefits, mit all diesen Vorteilen, die für uns alle Minderheit oder Mehrheit vorhanden sind. Und diese erschreckende Entwicklung auch noch einmal das nächste Mal zu analysieren, wie kommt es denn dazu, dass es zwar in aller Munde ist, dass aber die Essenz und der Wert und die Grundlagen so wenig erkannt und auch wertgeschätzt werden. Denn ich denke, das ist eine Entwicklung, mit der wir uns in den nächsten Jahren auseinanderzusetzen haben. Vielen Dank an Sie für das spannende Gespräch, für die Inhalte. Ich darf das jetzt zurückgeben, das Gespräch an den Herrn Knittelfelder, der vielleicht noch Ankündigungen zu machen hat. Und vielen Dank für Ihre Teilnahme, die Fragen, die Sie gestellt haben. Und wir werden uns das nächste Mal ausführlich mit dem, und vielleicht sind Sie auch auf den Geschmack gekommen, das Buch zu lesen. Ich kann es nur empfehlen. Man kann sich innerhalb von 10 Sekunden wunderbar runterladen. Es ist wirklich eine Freude zu lesen. Und vieles, was man sich in diesen Tagen bei dem Genuss der Zeitungen fragt, ist darin auch sehr gut beantwortet. Also von meiner Seite noch einen schönen Abend. Dankeschön, Marion Wiesinger. Dankeschön, Dr. Adamowitsch. Dankeschön an Weibischen Stefan Turnowski für den spannenden Einstieg in das Thema, auch für die offene Diskussion miteinander.